Bürgermeister Andreas Babler lud die Jungbürgerinnen und Jungbürger der Jahrgänge 1996 bis 1998 zu einem Kennenlernen in die neue Lounge des Weinguts Schafflerhof ein. Folgen Sie uns in das stimmungsvolle Ambiente. Wir haben uns heute eine ein bisschen modernere Jungbürgerfeier überlegt. Also aus dem klassischen Rahmen ein bisschen heraus in eine moderne Umgebung, wo wir einfach ein bisschen miteinander plaudern wollen, die jungen Leute auch kennenlernen wollen und ihnen halt auch zeigen wollen, dass die Stadt Preiskirchen eine sehr junge Stadt ist, dass es sehr viele Angebote gibt, auch für unsere Jungbürger und dass es auch sehr lebenswert ist bei uns, für junge Leute. Was ist für die Jugend in Preiskirchen attraktiv? Es gibt halt ziemlich viele Sportangebote, würde ich mal sagen, weil es gibt einen Turnverein, es gibt einen Eisplatz, Tennishalle, also es gibt eigentlich viel. Wo kann man da hingehen, wo geht's hier hin, was habt ihr für Locations? Für mein Alter weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich finde es für die Kinder, für die Kleinkinder, finde ich es echt attraktiv und da gibt es sehr viel. Im Vergleich zu Wien zum Beispiel. Was schätzt du am Besonderen an Preiskirchen? Es hat eine gute Infrastruktur. Die Partnerbahn zum Beispiel ist in der Nähe von meinem Haus. Es gibt sehr gute Freizeitmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Aquasplash oder auf den Eislaufplatz in Dreiskirchen. Und das Beatcent ist auch mit der Musikschule eine sehr schöne Möglichkeit, um sich kulturell weiterzubilden. Mich überzeugen auch die Sportangebote. Im Winter halt der Eislaufplatz ist eine tolle Aktivität, im Sommer das Aquasplash, beziehungsweise natürlich auch vor allem feste Bälle. Ja. Es gibt ein sehr umfangreiches Angebot in Dreiskirchen. Wir haben ein spezielles Programm für unsere jungen Bürger, angefangen von günstigen Wohnungen. In weiterer Linie auch natürlich klarerweise, wenn der Nachwuchs kommt, gibt es also dementsprechend gute Plätze im Kindergarten und in den Grabelstuben. Weiters ein ausgebautes Programm in unseren Schulen. Also es gibt ein mannigfaltiges Angebot, das in Dreiskirchen genutzt werden kann. Von unserer Jugend natürlich, aber klarerweise von allen unseren Bürgerinnen und Bürgern. Ist aber auch eine sehr starke Sportstadt. Wir haben sehr viele Sportvereine bei uns in der Stadt und auch sonst, also das Angebot der Stadt ist auch wirklich sehr groß. Wenn man jetzt zum Beispiel hernimmt das Aquasplash, das Freibad oder den überdachten Eislaufplatz. Wir haben auch zwei Fußballplätze im Stadtgebiet hier, den FC Arcadia Dreiskirchen und den FC Tribus Winkel. Also man kann wirklich zu Recht von der Sportstadt Dreiskirchen reden. Dreiskirchen und der Wein, ein hoher Genuss. Naja, vor allem hier der Weinbau Schaffler hat auch sehr modernes Ambiente geschaffen und wir haben uns überlegt, wenn jemand etwas auch investiert in einen Jugendbereich, wollten wir das auch ein bisschen belohnen und deswegen haben wir gemeinsam mit der Jugendstadträtin entschieden, dass wir heute in diese neue moderne Weinlounge hier gehen, zum Weinbau Schaffler, um hier die Jungbürgerfeier zu machen. Und man sieht ja, es ist eine gemütliche Lounge-Atmosphäre. Wir haben mit dem Oliver Buswald einen der besten DJs des Bezirks, das ist Andreas Kirchner und ein Schulfreund von mir. Und ich glaube, das wird heute ein ganz toller Abend werden in der Lounge und ist eine gute Symbiose. Ein Heuriger der anderen Ort in der Lounge hier? Naja, das ist jetzt nicht mehr Heurigen. Wir sind natürlich, unser Betrieb ist aus einem Heurigen heraus entstanden, aber ich habe in den letzten 10 Jahren viel intensiv nachgedacht, wie wir uns weiterentwickeln und verändern können und da ist zum Heurigen dazu diese Lounge entstanden. Sind ein traditionelles Weingut, seit wie vielen Jahrzehnten gibt es sie und stellen Sie uns kurz Ihr Weingut vor? Also der Schafflerhof, den gibt es schon seit 7 Generationen. Hier mitten im Ort von Dreiskirchen. Wir produzieren 30% blaue Trauben, 70% Weißweintrauben. Und was immer schon klassisch bei uns war, ist, dass wir halt direkt vermarktet haben. Also sprich, meine Ur-Urgroßeltern haben schon 1910 hier in der Ortschaft den ersten Leutgebsaal gebaut und auch eröffnet. Das hat halt schon Tradition, dass wir mit dem Privatkunden intensiven Kontakt haben und das zieht sich halt jetzt zur Jugend auch weiter und fort. Wie ist es in einem Familienbetrieb dieser Art zu arbeiten? Also anfänglich war es nicht ganz einfach, das gebe ich zu, da hineinzuwachsen einmal als Außenstehender und noch dazu nicht aus Niederösterreich kommen, sondern aus Wien. Aber ich glaube, mit der Zeit sind wir einfach zusammengewachsen und das hat auch Erfolg gebracht unterm Strich. Ein modernes Ambiente in einem traditionellen Heurigen. Ja, genau. Also die Familie Schaffler hatte ihre Weinlounge letztes Jahr fertiggestellt und wir haben uns gedacht, wir wollen weg von dem klassischen Stadtsaal oder Ambiente in eine jüngere Atmosphäre und ich glaube, das ist uns da ganz gut gelungen. Anlässlich dieses heutigen Abends gibt es auch ein besonderes Geschenk für die Jungbürger? Ja, jeder Jungbürger bekommt nicht nur die Feier heute, sondern auch ein Gutscheinheft mit nach Hause. Da gibt es Gutscheine drinnen zum
Beispiel eine Tageskarte für den Eislaufplatz oder dann im Sommer auch für unser tolles Freibad, das Aquasplash, aber auch Eintrittskarten für Basketballspiel zum Beispiel der Lions oder Fußballspiel. Wir wollen einfach damit zeigen, dass Dreiskirchen sehr viel zu bieten hat, dass man auch die Jugend und die jungen Leute wieder animiert, diese Vereine auch anzuschauen und zu schauen, was Dreiskirchen zu bieten hat.